Die Feuerwachen 3 und 4 sind am 6. August 2018 zu einem Einsatz in den Idar-Obersteiner Stadtteil Weierbach ausgerückt. Gemeldet wurde am Abend eine unklare Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Straße Junkerich. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte aus Nabollenbach und Weierbach wurde innerhalb und außerhalb des Gebäudes eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Wir öffneten dann mit der Kettensäge die Vertäfelung an dem Balkon, um an den Brandherd dranzukommen, da wir mit der Wärmebildkamera erhöhte Temperaturen festgestellt haben. Wir gingen dann vor, zwei Trupps unter PA im Innenangriff, ein Trupp unter PA dann im Außenangriff und stellten noch einen Reservetrupp. Dank der rechtzeitigen Alarmierung konnte Schlimmeres verhindert werden. Insgesamt haben sich an diesem Montag 40 Feuerwehrkräfte von den Wachen 3 und 4 aus Nabollenbach und Weierbach an dem Einsatz beteiligt. Für die beiden Ausrückbereiche ist es der dritte Einsatz an diesem Tag gewesen. Die anderen zwei Einsätze für die Feuerwache 3 und 4 waren heute Morgen eine Türöffnung und heute Mittag ein Bahnschwellenbrand im Bahnhof in Weierbach. Wunderbar, super.